Liebe Hobbyhandwerker und Profiheimwerker, schön, dass Sie bei mir sind. Es geht wieder los mit Basteln und Heimwerken hier bei Pearl TV. Die ein oder andere Reparatur vielleicht auch bei Ihnen zu Hause steht an. Einiges fixieren, mal kleben, reparieren, prüfen. Es gibt ja immer so viel zu tun. Und auch bei uns hier geht es wieder runter. Und ich habe meinen lieben Kollegen bei mir, den Rainer Wildemann. Schön, dass du bei mir bist, Rainer. Du hast tolle Produkte mitgebracht, gerade um so kleinere Reparaturen auch mal im Haushalt zu machen. Genau. Um das ein oder andere auch mal zu checken, sind auch viele neue Produkte dabei. Ja, weil selbstgemacht spart halt sehr viel Geld. Das stimmt. Und stell dir folgende Situation vor, Sie zu Hause, liebe Zuschauer, Sie möchten ein Regal aufhängen, was Sie zu Weihnachten bekommen haben. Und jetzt geht es mit der Bohrmaschine an die Wand. Und ja, war dort ein Stromkabel oder war dort keins? War dort eine Wasserleitung oder war dort keine? Und da gibt es einen echten Problemlöser. Den haben wir hier als erstes Produkt in dieser Stunde. Also wann immer ich irgendwo bohre in der Wand und mich vor Schaden schützen möchte, dass ich ein Wasserrohr anbohre, dass ich eine Stromleitung anbohre, nutze ich diesen sehr, sehr sinnvollen Detektor. Der spürt sie auf, die Kabel, die Rohre in der Wand, Kathi. Hiermit kannst du sicher sein, dass du eben dort, wo du bohrst, nicht eben eine dieser Leitungen triffst. Unser Multidetektor kommt aus dem Hause AGT und ist brandneu hier bei uns im Programm. Deshalb, wenn Sie dieses Gerät noch nicht gesehen haben, jetzt gut aufpassen. Ganz neu hier bei uns, eine Neuheit aus dem Hause AGT. Da wissen wir auch immer, das ist Markenqualität. Rainer, wie funktioniert das genau mit diesem Multidetektor? Das will ich dir gerne zeigen, unseren Zuschauern. Ich habe hier einfach mal stellvertretend so eine Spanplatte. Und ja, das hier, Kathi, ist so ein Metallkabelkanal, ja? So, ja, so etwas. Wenn ich jetzt, viele haben auch diese Rigips-Ständerwände und möchten gerade dieses Bauteil treffen, damit sie hier einen Schwerlastdübel anhängen können. Da nehme ich den Detektor, schalte ihn auf Metallsuche ein. Hier ist so ein kleiner Umschalter, einmal für die Kabelsuche, einmal für die Metallsuche. Hier habe ich ihn jetzt auf Metall gestellt und jetzt fahre ich mit einem Knopfdruck auf der Rückseite einfach über die Wandfläche rüber. Und dann einfach mal schauen, was passiert. Oh, es piept. Es piept, ja. Jetzt piept es durchgängig. So, jetzt würde ich mir hier einen Stich machen. Ja, ja. Geh wieder rüber. Ja. Ja. Dann, hört er auf zu piepsen. Wieder einen Strich. Das heißt, und ich weiß jetzt in diesem Bereich hier zwischen. Genau, jetzt nehme ich einfach die Mitte und weiß, wenn ich hier bohre, und das siehst du unten drunter an dem Metallstück auch, ja, dann treffe ich dieses Metallstück, wenn es gewollt ist. Andererseits würde ich jetzt diesen Bereich, den ich hier abgefahren habe, wenn ich Metall vermeiden möchte, eben meiden mit der Bohrmaschine. Mhm. Ne? Das Ganze kann ich dann auch mit einem Kabel machen. Ich lege mal dieses Metallstück an die Seite. Der Kollege war so nett und hat uns hier ein eingestecktes Kabel hingelegt. Mhm. Dreh die Platte dazu einfach mal um und leg mal. Also das Kabel ist jetzt quasi unter meiner Wand. Genau. Und jetzt möchte ich eben verhindern, dass ich dieses Kabel treffe. Dann stelle ich jetzt hier auf Strom ein, den Detektor, ja, und setze ihn wieder an der Stelle, wo ich ungefähr bohren will, auf. Ja, und dann fahre ich rüber. Da kommt's. Ja, da ist es. Da haben wir schon das Signal. Und dann fahre ich wieder raus und dann sehe ich, dass er wieder ausgeht. Also nochmal rangefahren. Da ist, zack, das Kabel. Da ist das Kabel. Also markiere ich mir dann wiederum diese Stelle und sage, aha, da läuft ein Kabel, da bitte nicht bohren, sonst gibt es hier am Ende keinen Strom mehr. Das ist ja eine super Sache. Absolut. Das hilft dir einfach dabei, wenn du, ja, man sagt immer, senkrecht über der Steckdose nicht bohren und solche, ja, Sachen. Aber wenn Sie in so einem Altbau sind, da war man vielleicht noch nicht so gründlich. Da hat man die Heizungsrohre irgendwo unter Putz durchgelegt. Und mir selber ist es in meiner Praxis als Handwerker mal passiert. Ich saß mit der Bohrmaschine, habe Fußleisten angebohrt und habe eine Wasserleitung getroffen. Da war ein sehr teurer Berberteppich verlegt, der an der Mitte noch geklebt war. Der zog sich dann auseinander. Gott sei Dank waren wir gut haftpflichtversichert, dass dieser Schaden wieder ausgeglichen wurde. Aber wenn Sie das bei sich zu Hause selber machen, für sich selbst, da tritt dann nachher keine Versicherung ein. Da ist Ihre Versicherung unser Detektor. Den sollten Sie einfach mit in Ihrer Werkzeugkiste haben. Das ist einfach ein ganz praktisches Werkzeug.
Für 9,41 Euro. Einmal investiert, das spart einem dann sehr viel Geld, sehr viel Arbeit. Einfach, muss man ganz klar so sagen, wenn dann mal ein Schaden passiert. Also hier einfach dann zugreifen, einmal für 9,41 Euro diesen Multidetektor bestellen mit der Bestellnummer PV8794 und der 569. Ganz neu bei uns im Programm aus dem Hause AGT. Hier sehen wir es nochmal. Da wird umgeschaltet, je nachdem, was ich finden möchte, beziehungsweise nicht treffen möchte beim Bohren. Genau. Hier zum Beispiel jetzt auch wieder, ich glaube, das war jetzt gerade die Stromleitung, die hier ausgespart wird. Da sieht man es auch nochmal sehr gut. Also da läuft ja jetzt auch eine lang. Da reagiert das Gerät auch sehr schön direkt drauf, auch mit diesem kleinen Blinklicht. Das sieht man hier nochmal, ne? Das schlägt sofort aus. Ja. Und dann ein akustisches Signal noch zusätzlich, dieses Piepen, was man da hat, um das dann gut wahrzunehmen, wo halt die Stromleitungen laufen. Das ist eine ganz böse Sache, gerade wenn man so eine Stromleitung angebohrt hat. Ja, man schlägt den Putz wieder auf, man muss wieder eine Abzweigdose setzen, weil das Kabel in der Wand kann man ja nicht verlängern, das geht ja nicht. Also bewahren Sie sich vor Schaden, bewahren Sie sich vor einer größeren Reparatur. Vorbeugen ist immer besser als heilen, sage ich so gerne. Diese 9,41 Euro sind sinnvoll angelegt. Einfachst in der Bedienung, schauen Sie einfach nochmal her. Gerät anlegen, einfach auf Strom musste ich es stellen. Einfach rüberfahren, er zeigt Ihnen dann sofort an, wenn das Kabel in die Nähe kommt. Durch ein akustisches Signal, durch das rote Leuchten, dass hier eine Stromleitung in der Nähe ist, das sollen Sie bitte vermeiden. 9,41 Euro, dieses tolle Gerät aus dem Hause AGT, der Multidetektor. Ihr Ortungsgerät für Metall- und Stromleitung mit der Bestellnummer PV8794 und der 569. Das ist auch mal ein tolles Geschenk für den einen oder anderen, gerade bei 9,41 Euro. Da heißt es einfach zugreifen und dann sind Sie immer auf der sicheren Seite. Das ist viel besser, als wenn Sie dann das Nachsehen haben, wenn dann erstmal so eine Leitung irgendwie angesägt worden ist oder angebohrt worden ist. Und dann haben wir noch ein tolles Gerät für Sie vorbereitet. Das fand ich fantastisch. Denn das ist auch ein Messgerät. Diesmal aber für die Feuchte, zum Beispiel bei Holz. Viele heizen jetzt ja mit Brennholz. Man weiß immer nicht genau, ist es das Brennholz, hat es die richtige Feuchte oder nicht. Vielleicht lag es draußen, vielleicht hat man es gekauft. Man weiß ja gar nicht, welche Qualität es hat. Ja, und das ist extrem wichtig. Schön, dass du das ansprichst, dass das Holz eine maximale Restfeuchte von so um 12% hat. Also wenn ich es verheize. Also es darf eine Restfeuchte von 12% haben, wenn du es verheizt. Genau, das ist relativ optimal. Ja. Und liebe Zuschauer, wenn Sie zu nasses Holz verheizen, weil Sie es nicht getestet haben, dann entsteht in Ihrem Ofen durch sauerstoffarme Verbrennung unter Umständen Kohlenmonoxid. Und dieses Kohlenmonoxid riecht man nicht. Das ist wirklich gefährlich. Nicht nur, dass Ihr Schornstein versottet, sondern und dann eventuell irgendwann eine aufwendige Sanierung da ist, sondern eben auch das Kohlenmonoxid entsteht. Also ganz einfach, das Gerät, Schutzkappe ab, dann sind hier zwei so wunderschöne Nadeln dran. Dann drücke ich den Knopf hier, damit es in Betriebsbereitschaft geht. Und dann stecke ich es so ein klein wenig in dieses Material hinein. So, schauen wir mal, was er jetzt hier anzeigt. 10,1% optimal von der Feuchte her. Ne? Mhm. Also nochmal, kurz ansetzen, auf Null setzen. Zack. Jetzt misst er. So, genau. Zack. Die 10,1 wäre genau optimal. Also Holzfeuchte ist eine Sache. Mhm. Kathi, dieser kleine Spion, der hilft dir auch dabei, andere Dinge zu entdecken. Was durch dieses, kann man damit noch messen? Durch dieses LCD-Display kannst du auch mal, ich habe hier so einen alten Kalksandstein mitgebracht, zeigen wir gleich. Dieser Kalksandstein ist stellvertretend für das Mauerwerk. Wenn Sie Mauerwerk testen, liebe Zuschauer, dann machen Sie das bitte auf dieselbe Art und Weise. Bringen Ihr Messgerät in Position, drücken die Taste und spüren so eventuell
die Feuchtigkeit im Mauerwerk auf. Dieser Stein ist jetzt sehr schön trocken, deswegen sagt er low, also das ist unterhalb der Messtoleranz. Mhm. Wenn Sie hier Werte finden, die, liebe Zuschauer, Ihnen zeigen, dass Sie eine feuchte Wand erwischt haben, dann holen Sie sich einen Referenzwert irgendwo. Also Sie gehen irgendwo an eine Wand, schaffen sich einen Referenzwert mit dem Gerät, mhm, wo Sie sicher sind, dass es trocken ist. Und ja, dann gehen Sie mal im Keller, gerade so im unteren Bereich, mit dem Detektor lang und messen dann dort diese Feuchtigkeit ab. Und wenn Sie dann eine Stelle finden, wo es extrem nass ist, dann bitte in jedem Fall, liebe Zuschauer, schauen, wo ist die Ursache. Ja? Da ist jetzt eine Feuchte. Genau. Schon, was hat was angezeigt? Da war jetzt 21,2%. Wie gesagt, da für das Mauerwerk suchen Sie sich einen Referenzpunkt, wo Sie sagen, ah, da ist das trockene Mauerwerk, das hat vielleicht 2% Feuchtigkeit. Das ist dann absolut in Ordnung, weil, mhm, so Mauerwerk soll ja auch diffundieren. Da, ja, soll ja die Feuchtigkeit aufgenommen und wieder abgegeben werden. Wenn Sie aber an Stellen treffen, wo auf einmal 48% ist, dann haben Sie da so einen kleinen See in der Wand. Und dann kann es unter Umständen irgendwann zur Schimmelpilzbildung kommen und solche Sachen. Also das, ne, ist auch gefährlich, wenn ein Mauerwerk dann feucht, definitiv, ist. Oder irgendwo, ja, vielleicht auch, man hat vielleicht den Verdacht, ne? Sie kennen das, man riecht das ja so ein bisschen, wenn so Feuchtigkeit ist, dann ist es so ein muffiger Geruch. Und wenn Sie vielleicht in Ihrem Keller sind oder so, oder vielleicht auch in der neue Wohnung einziehen oder so, dann, ja, riecht man das schon, denkt man, oh, ich glaube, hier ist Feuchtigkeit. Aber man ist sich ja nie sicher, man weiß es ja nicht. Und da ist es gut, wenn man dann so ein Messgerät hat, um einfach mal durchzugucken, wie sieht es denn aus mit der Feuchtigkeit, egal ob jetzt im Holz oder dann auch bei Stein. Das ist ja hier alles möglich. Genau, wenn Sie so ein Holzstück entdecken und wie hier 21% Restfeuchte drin sind, dann lassen Sie es liegen. Das muss sicherlich noch ein Jahr abgelagert werden, bevor ich es verbrennen kann. Also dieses Holzstück dürfte ich jetzt nicht verbrennen, weil es viel zu feucht ist. Absolut, das würde ich, mhm, nicht machen. Das hat jetzt draußen gelagert, das hat vielleicht auch durch den Regen die Feuchtigkeit aufgesogen. Das gehört nicht in den Ofen, sondern, mhm, das muss unter Umständen einen Tag vorher zu Hause im Holzkorb liegen, damit, ja, die äußere Feuchte wegkommt und die Materialrestfeuchte von 21% wäre extrem zu hoch. Okay, also kann, ja, man mit diesem Gerät das so super alles einmal prüfen, ja, wie feucht ist Ihr Holz eigentlich, wenn Sie Brennholz haben, aber auch bitte bei Ihren Wänden, denn es ist gefährlich, wenn eine Wand feucht ist. Deshalb da auch mal nachprüfen bei 12,26 Euro, das ist kein Preis. Da bestellen Sie sich jetzt dieses Gerät und sind dann auch immer auf der sicheren Seite. Dann kann Ihnen keiner mehr was erzählen, denn Sie können es direkt nachprüfen. Mit der NC 9062 und der 569 kommt dann dieses AGT Holz- und Materialfeuchte Messgerät zu Ihnen nach Hause. Sie haben es gesehen, batteriebetrieben, überall einsetzbar, egal ob für Brennholz, Baumaterial, in der Möbelverarbeitung, bei Deckenverkleidung oder auch im Modellbau. Überall einfach mal prüfen, wie viel Feuchte ist denn im Holz dann drin oder in der Wand. Eine ganz tolle Sache, anrufen, einfach bestellen schnell unter der 0180 51 51 3x D2. Und wir waren beim Thema Brennholz, ist eine super Sache. Ja. Und du hast uns ein Gerät mitgebracht, mit dem man das Brennholz auch diesmal ordentlich zerkleinern kann, und zwar ganz kinderleicht. Ja, das Wichtige ist, ich lege hier mal so ein Stückchen Holz ein, Kathi. Ja. Hier ist so ein kleiner Hebel. Hier sind so Führungsschienen. Hier lege ich das Holz ein und schaue nur, dass dieser Bereich hier fest fixiert ist. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, mir noch mal zuschauen, wenn ich Ihnen mal zeige, wie diese Ausholbewegung normalerweise aussieht. Sie haben so eine Spaltaxt in der Hand, ja, und dann steht hier irgendwo der Holzklotz und dann, Kathi, ausholen, ja, und hoffentlich, puff, treffen, hoffentlich, weil wenn das daneben geht, dann fliegt Ihnen erst das Holzstück um die Ohren und dann unter Umständen die Axt an Stellen, ja, wo es nicht hingehört. Also, oh, hier legt man... Aber das man ist auch immer sehr anstrengend, ne? Also Holzhacken, ja, wir haben ja auch einen Brennofen zu Hause bei meiner Mama und das ist immer ein Riesenakt, wenn da meine Brüder draußen sind und Holzhacken, ja, müssen. Super anstrengend, die sind total durchgeschwitzt und das sah mir aber sehr, sehr einfach hier aus. Ja, genau. Ich denke jetzt an die älteren Leute, ja, die vielleicht nicht so viel Kraft haben, die einfach auf eine sichere Art und Weise Holz spalten möchten. Du trittst da nur drauf? Genau, die nutzen diesen Holzspalter, Kathi, schau. Der spaltet das Holz wunderbar in der Mitte auf, ohne dass ich auch nur einen Schlag getan habe, ohne dass ich hier in irgendeiner Form mich angestrengt habe. Und
auch wenn du nicht das passende Schuhwerk dafür anhast, würde ich dich bitten, das einfach auch mal zu machen. Geht das so leicht? Ich suche hier mal so ein Stückchen aus. Wahnsinn, oder? Ja. Ist das nicht toll? Gerade wenn ich... Also man legt den... das Holzstück da oben einfach rein, da unten ist diese Spitze. Das ist ja quasi das, was die Axt auch hat. Genau, ne? Das ist diese Spaltkeil, ganz genau. Spaltkeil, und jetzt brauche ich eigentlich nur noch mit der Fußbewegung oder mit der Handbewegung Druck auf diese Sache auszuüben. Und ja, teste es einfach mal, Kathi. Einfach ganz runtertreten, genau. Gar nicht alt, ganz runtertreten und wie bei einer Luftpumpe nochmal hoch. Spaltet schon, genau. Hast du es gesehen? Noch einmal hoch und wieder runter. Ja. Wow, gucken Sie mal, wie stark ich bin. Ha! Zack. Und da hast du dein Stückchen schon so weit aufgespalten, dass wenn wir es jetzt, herausholen, kann ich so auseinandernehmen. Das ist dann kein Problem. Das geht sogar mit den Schuhen. Haben Sie das gesehen? Ich kann mit den Schuhen jetzt. Und das war gar nicht anstrengend. Ja. Das ging ja kinderleicht. Guck mal, wie schön das gespalten ist. Ja. Ist das toll. Wenn ich einen kleinen Ofen habe, im Übrigen, liebe Zuschauer, ein Tipp von mir, den habe ich auch von einem Fachmann. Ja. Wenn Sie Ihren Ofen anheizen, dann legen Sie bitte die großen Holzstücke nach unten. Ja. Und schichten oben das Anmachholz auf. Ja. Weil die Flamme soll von oben nach unten brennen. Das ist sehr viel effektiver. Viele machen das noch umgekehrt und sagen, wie beim Lagerfeuer, ich muss es von unten anheizen. Nein, das ist beim Kaminofen genau andersherum. Ja? Also legen wir das mal hin, Kathi. Ich lade dir noch mal die Holzstation hier. Haben Sie gesehen, das geht so einfach. Ich habe noch nie so einfach Holz gespalten, glaube ich. Schauen Sie, einfach da einspannen. Genau, hier auflegen, da liegt das Holzstück schön sicher. Diesen Schlitten dagegen fahren lassen. Einfach mal schauen, dass der Riegel unten ist. Und dann, Kathi, kann es schon wieder losgehen. Ja. Einfach wie bei einer Luftpumpe, bis nach unten treten. Dann da ruhig draufsteigen. Ja? Ruhig draufsteigen. Ja? Ich halte dich gerne mal fest mit deinen Schuhen hier. Ja, so. Jetzt hast du ihn erwischt. Jetzt habe ich ihn total gespalten. Schau dir das mal an. Wahnsinn. Schau mal, jetzt ist er gebrochen. Ja. Das geht ja echt sehr, sehr einfach. Man muss den Riegel dann wieder so rausnehmen. Genau. Und dann kann man das rausnehmen. Schauen Sie sich das an. Aber wie schön das auch gebrochen ist. Ne? Ja. Zack. Wunderbar aufgespalten. Toll, oder? Ist das super? Dann hat man kann die dann auch noch kleiner machen quasi für das Anmachholz. Das geht auch. Und wir haben jetzt hier so einen richtig kleinen Berg schon. Schauen Sie sich das an, wie schnell das geht. Ja. Ruckzuck. Hier drücken 1,5 Tonnen Kraft durch den einfachen Hebel, den ich hier betätige. Also ich setze hier einfach nur auf und dann wird der Spaltkeil in das Holz hineingetrieben und spaltet. Jetzt habe ich mal ein etwas größeres Stückchen genommen und habe ganz bewusst, wie mit einer Luftpumpe, pumpe ich das Ganze und schon habe ich mein Holz gespalten. Also Schluss mit der Axt, Schluss mit der Gefahr beim Holz aufspalten, sondern das kann jedes Kind. Stimmt, man ist ja auch immer gefährlich, ne? Hier geht es ja ganz einfach und da braucht man keine Angst zu haben. Schauen Sie sich das an. So geht Holzspalten jetzt. Nicht mal mit der Axt, sondern mit Ihrem neuen Holzspalter. Und zwar mit Fußbetrieb. So einfach ist das hier bei uns. 85,91 Euro. Da bezahlt man ja für eine Axt mehr. Ne? Ja, definitiv. Und wenn ich mir so Anmachholzscheite mache, die ein bisschen kleiner sind, genau dasselbe. Nur einlegen und fertig ist. Der Jakob hatte genug dicke Klötze aus dem Wald und hat hier mal so einen richtig dicken, derben Klotz eingelegt. Das ist überhaupt kein Problem, bis 45 cm Länge. Bei mir wird das Holz auf 30 cm geschnitten, weil ich nur so einen kleinen Kaminofen habe. Und das ist so die Standardlänge, da kommen Sie zu Hause immer mit zurecht. 85,91 Euro. Und ab da können Sie Brennholz machen ohne Ende. Und zwar ganz einfach hier mit einem Fußtritt quasi, eine Fußbewegung. Und schon, Sie sehen hier, ist das Holz wieder gespalten. Wir haben hier schon einen ganzen Berg fertig. Und das ohne Kraftanstrengung, ohne Verletzungsgefahr. Ganz wichtig, Sie müssen gar nichts mehr machen. Sie brauchen keine Axt mehr. Ab jetzt spalten Sie mit dem Holzspalter Ihr Brennholz. Das schafft jeder. Und du hast es angesprochen, gerade auch ältere Menschen vielleicht, die nicht mehr die Kraft haben. Die müssten dann vielleicht ihr Holz auch spalten lassen. Die müssen vielleicht den Nachbarn anrufen, den Enkel anrufen, den Sohn anrufen. Ab jetzt nicht mehr. Ab jetzt sind Sie wieder ganz fit dabei und können sagen, ich mache mein Brennholz selber ohne Probleme, denn ich habe den tollen neuen Holzspalter mit Fußbetrieb. Schauen Sie das an, einmal drauftreten. Kathi, das Pumpen mit der Luftpumpe beim Fahrrad ist schwieriger als hier das Holz aufzuschalten. Also hier sieht man es schon wieder. Wunderbar ist der Holzklotz aufgegangen. Der
fällt quasi auseinander, wenn ich ihn dann hier rausnehme. Das ist die moderne Art und die sichere Art, Holz zu spalten. Das können Sie, auch wenn Sie nicht mehr oder vielleicht im Arm schon so ein bisschen in den Gelenken ein bisschen Probleme haben, nicht darauf verzichten wollen, Ihr Holz selber zu machen, nutzen Sie den kleinen Helfer hier. Bei 85,41 Euro ist das, glaube ich, gar keine Frage. Ja. Das ist ein super Helfer, den brauchen Sie einfach bei sich zu Hause. Deshalb einfach schnell bestellen. NX3060 und die 569, der erspart Ihnen so viel Arbeit, so viel Zeit, so viel Mühe. Ja. Jetzt würde man, überleg mal, bei so einem Bergholz, den wir jetzt hier schon haben, da wären wir jetzt beide verschwitzt wahrscheinlich. Definitiv. Einer hätte schon dann morgen einen schönen Muskelkater in den Armen und es hätte richtig lang gedauert. Man hätte erst den Block rausholen müssen, man hätte die Axt rausholen müssen, man hätte dann schlagen müssen immer wieder. Nein, das gehört der Vergangenheit an, denn Sie haben den tollen Holzspalter jetzt. Das ist übrigens Brennholz, das ich von zu Hause mitgebracht habe, Kathi. Das ist trocken, ne? Das habe ich genau, das habe ich jetzt noch mal schön klein für meinen schniekenkleinen Ofen. Mhm. Und liebe Zuschauer, grundsätzlich ist es besser, Holz im feuchten Zustand zu spalten, weil es sehr zäh wird, wenn es wirklich trocken ist. Mhm. Und hier hat man gesehen, dass selbst das extrem trockene Holz schon wunderbar, noch wunderbar mit diesem Gerät spaltbar ist. Alles, was passiert, ich gehe mal mit Ihnen noch einmal hier unten an das Gerät heran. Hier ist so eine kleine Schiene, da können Sie das Ganze hier verschieben. Dann hier vorne ist der Spaltkeil, der übt dann die Kraft aus. Sie schieben die Schiene, das sieht man wunderbar, sieht ja aus wie eine liegende Axt. Sie drücken das einfach nur hier unten dagegen. Und jetzt, das ist eine sehr schöne Aufnahme, die wir dort haben. Da sieht man, wie sich der Spaltkeil Zentimeter für Zentimeter einfach in das Holz hineinzieht. Ich habe jetzt keinen Widerstand mehr, Kathi, also ist es auch schon wirklich gespalten. Markenqualität aus dem Hause AGT und man merkt es direkt auch, das ist sehr hochwertig verarbeitet, das Ganze, ne? Sehr stabil gemacht, also da hat man dann auch wahrscheinlich Jahrzehnte mit Freude mit diesem Holzspalter. Ja, hier vorne an der Spitze, da kommt das Gewicht von einem Mittelklasse oder einem Oberklassefahrzeug an. 1,5 Tonnen drückt das Ganze hier, aber nicht mit Schlagbewegung, sondern ich nehme noch mal so ein kleines Stückchen und dann können wir das noch mal einfangen, wie das funktioniert. Diesen Spaltkeil hier unten, ne? diese Kante, kann ich die dann auch wieder ein bisschen schleifen, wenn die irgendwann mal stumpf geworden ist? Kann ich mit einer Feile machen, kann ich mit der Flex machen. Ne? Und jetzt drücke ich einfach mal mit der Hand. Und so kann ich mir sehr gut, genau, so kann ich mir auch wunderbar gefahrlos, weil ich nie in die Nähe der Schneide komme, kann ich mir wunderbar und gefahrlos mein Anmachholz selber machen. Da sehe ich immer diese Täschchen mit, was weiß ich, 2,5 Kilo Holzscheite, die 3,95 kosten, das ist Quatsch. Das kann ich mir einfach selber machen, weil auch die kleinen Stücke spaltet er noch mal wunderbar auf. Für 85,41 Euro kommt der Holzspalter aus dem Hause AGT, Markenqualität, zu Ihnen nach Hause. Mit Fußbetrieb, ohne Gefahr, ganz kinderleicht, einfach das Brennholz spalten. Das müssen Sie haben. Mit der Bestellnummer NX3060 und der 569 können Sie jetzt bestellen und dann wird das Holzhacken bei Ihnen zum Kinderspiel. Dann können Sie den Nachbarn helfen und müssen nicht mehr um Hilfe fragen. Sie können das wunderbar dann alleine machen. Eine tolle, tolle Sache. Also dieser Fußholzspalter hat mich persönlich total begeistert. Ich habe sowas vorher noch nirgendwo gesehen und es geht so leicht. Ja, es gibt da immer so eine Steigerung. Ne? Wir machen es einfach den Leuten extrem leicht. Und die Arbeitserleichterung ist eigentlich das Wichtiger, immer das richtige Werkzeug zur richtigen Zeit zur Verfügung zu haben. Und damit machen wir auch weiter. Das war nämlich eine schöne Überleitung direkt zu unserem Werkzeugkoffer. Denn das richtige Werkzeug zur richtigen Zeit zur Verfügung zu haben, das kennen Sie auch, wenn Sie ein Werkzeug haben müssen, es brauchen und es dann nicht finden. Sie kennen das, ne? Sie sind am Suchen, denken, oh, wo ist denn das jetzt? Ein spezieller Schraubenschlüssel oder. Sie finden es einfach nicht. Ist irgendwo verloren gegangen in der Garage, im Werkzeugkeller. Oh, das ist ärgerlich. Dann fährt man wieder zum Baumarkt. Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Ja. Muss es aber gar nicht, wenn man einen ordentlich sortierten Werkzeugkoffer zum Beispiel hat, wie dieser hier, hundertteilig aus dem Hause AGT. Das ist so die kleine Hausapotheke. Ne? Das ist die sieht aber süß aus. Genau, das
Das ist der Koffer, der dir bei jeder Gelegenheit hilft, deine Arbeiten zu Hause zu erledigen. Kathi, ich gebe dir mal die erste Schublade rüber. Hier findest du Schraubenzieher, Abisolierzange, kleine Geräte, Schraubenzieher, Imbusschlüssel, Stromprüfer in der Schublade. Wir können sie ja hier so aufreihen auf der, genau, machen wir das so. Das nehme ich nochmal weg, genau, dann ein bisschen angeschrägt, dann sehen unsere Zuschauer das noch ein bisschen besser. Das hier ist eine Abisolierzange, ne? Genau. Ja. Hier kommt die zweite Schublade für dich. Das ist eine Schublade, da sind verschiedene Zangen drin, da ist ein Seitenschneider drin, da ist so ein Engländer drin. Für Schraubarbeiten, wo ich nicht den passenden Schlüssel habe, können wir diesen Engländer dann zur Hilfe nehmen. Genau. Schauen Sie sich das an. Ist das schick? Alles hier mit im Set. Dann bekommst du noch eine Schublade, Kathi. Ja. Wir sind noch nicht am Ende. Das ist jetzt die Schublade mit der Ratsche, mit den Bit-Einsätzen, mit den Standard-Ratschennüssen von 6 mm bis, da oben ist der größte. Was steht drauf, Kathi? Bezeichnet ist er natürlich. 11/16. Das ist das Zollmaß. Aha, 11/16. Genau. Kommen wir gleich noch zu, wenn Sie ein englisches Motorrad haben, dann brauchen Sie unter Umständen die Zollnüsse noch. Da werden wir 17 mm noch haben. Genau. Also wunderbarer Ratschenkasten, der hier ebenfalls im Set enthalten ist. Aber wir sind immer noch nicht am Ende. Es gibt in dem Koffer 4 Etagen. Oha. Da hast du dann noch mal diese Standard Ring- und Gabelschlüssel in Chromvanadium. Einfach auch in den Zollmaßen und in den metrischen Maßen. Dann noch so eine Gripzange, mit der ich Dinge fixieren kann, wenn sie... die wird hier so gelöst und dann kann man die festklemmen. Wenn ich ein Blech oder so etwas bearbeiten müsste, kann ich das wie eine kleine Schraubzwinge nutzen. Wie eine Schraubzwinge. So, die das kommt ist mit auch hier wieder drin. An ihren Diese Platz. Ganzen Schlüssel sind alle mit drin. Genau. Toll einsortiert, ne, ganz wichtig, denn wir haben ja gerade gesprochen, das richtige Werkzeug immer direkt zur Hand zu haben. Hier wunderbar alles einsortiert. Man sieht immer auch direkt die Größen und alles hat seinen Platz. Das heißt, es findet auch alles wieder seinen Platz, wenn Sie es ordentlich zurückpacken. Denn das ist ja das Wichtigste, dass man es dann auch direkt immer zur Hand hat. Gerade bei diesen kleinen Schätzchen gibt es immer, man vermutet ja immer, aufgrund der Quantität leidet hier die Qualität. Das ist so eine klassische Heimwerkerkiste, mit der jeder zu Hause seine Reparaturen machen kann. Diese Spitzzangen, die haben ja den Vorteil, dass ich sie nutzen kann, wenn ich irgendwo kleine Teile festhalten muss, wenn ich einen Sprengring öffnen muss. Da gibt es ja diese Ringe, die zwei Löcher haben. Da kann ich sie auseinanderziehen. Und ein Qualitätsmerkmal bei diesen Zangen ist immer, dass man fühlt, haben die extrem viel Spiel? Schließen die wirklich dicht? Das machen diese Zangen. Das ist eine wirklich wunderschöne Qualität. Hier ist sie mit so einem Federmechanismus versehen. Das ist eben für diese Sprengringe sehr schön. Das liegt aber sehr gut in der Hand, muss ich mal sagen. Ja. Ne? Die ist auch so, ich wollte gerade sagen, die ist so leicht gummiert hier unten. Ne? Von den Griffen her, sind die alle? Ja, sind alle Zangen so. Dann haben wir noch mal so eine Spitzzange im Set mit diesen Griffflächen, die so aufgeraut sind. Aber hier sehen Sie, ist noch so eine Schneidfläche. Damit kann ich so ein Kabel mal abknipsen. Ne? Hier in der Mitte, genau, da ist wie bei der Kombizange noch mal so eine Schneidfläche. Damit kann ich zusätzlich auch noch mal ein Käbelchen abknipsen. Mhm. Wenn das nicht alleine das hier, Kathi, zahlst du in der Regel bei einer anständigen Qualität, bei einem guten Seitenschneider, so um die 10 Euro, 10 bis 15 Euro, kein Problem. Auch der ist im Set mit enthalten. Und auch hier wieder wichtig, dass die Flächen wirklich übereinander stehen, dass hier ein geschlossenes Bild ist auf den Schneiden, dass da kein Licht durchschimmert. Das sorgt am Ende dafür, dass sie auch vernünftig schneidet. Ne? Also ein tolles Zangenset, das alleine mindestens 25, 30 Euro wert wäre. Und trotzdem bekommen wir noch einen schönen Schraubenziehersatz dazu. Wir bekommen dieses Uhrmacher-Gerätewerkzeug noch mal separat verpackt dazu. Das ist dazu. Auch schön, dass das noch mal separat in so einer Packung ist. Ne? Ja. Weil das nimmt man ja dann oft raus, gerade wenn man eine Brille reparieren möchte oder dann auch im Modellbau. Kenne ich ja auch viele, die das dann halt rausnehmen auch mal. Vielleicht, wenn sie dann mit ihrem Modell auch zum Flugplatz oder so fahren, um das dann mal starten zu lassen, dann kann man den immer gut einfach mit in die Tasche stecken und mal so dabei haben. Ne? Ja, bei einem der tollen Hexakopter mal ein Schräubchen nachjustieren oder anziehen, genau richtig. Hier das Thema halt Kabelarbeit, dadurch noch mal eine Abisolierzange dabei. Da haben Sie
Sie kennen das vielleicht, es gibt ja einmal das Kabel, das abisoliert wird. Das machen Sie mit dem unteren Teil dieser Zangen. Mhm. Die Zangen hat man schon häufig gesehen, Kathi, aber weiß gar nicht, wofür man sie benutzt. Hier sind die verschiedenen Kabelstärken. Bei 1,5 oder 2,5, da isoliere ich ab. Und hier im oberen Bereich der Zange, da habe ich, hier kann ich so Ader-Endhülsen mit quetschen. Und hier habe ich auch für diese Quetschverbinder, die man so kennt, die man montiert, deswegen schließt das nicht ganz, sondern macht diese Quetschverbinder, diese Kabelschuhe, nennt man sie auch, auf den Leitungen fest. Das ist ein wirklich nützliches Werkzeug. Das sollten Sie auch zu Hause haben. Die Zeiten sind vorbei, wo man ein Kabel irgendwo ohne Endhülse in eine Lüsterklemme hineinsteckt. Das sorgt immer für schlechte Verbindungen und für Gefahr, für Kurzschlussgefahr am Ende. Ja. Ne? Also für eine Lampe aufzuhängen, dann nochmal den Phasenprüfer. Das kennst du sicherlich. Ja. Da gehst du einfach in die Steckdose, hältst den Finger hinten drauf. Keine Sorge, da fällt man nicht tot um, sondern da leuchtet dann ein Lämpchen und ich weiß, ob auf der Steckdose gerade Strom ist oder nicht. Ne? Auch sehr sinnvoll, wenn ich sie herausschraube. Weil, ja, auweia. Böses Thema. Ja, auweia, was habe ich mir da schon wehgetan? Wenn Sie so von 220, 230 Volt eine gepfeffert kriegen, auwei. Das ist schon nicht von Pappe. Also möglichst nicht lange dranbleiben. Das ist meine Empfehlung dafür. Das ist einfach ein super nützliches Werkzeug für den Alltag, für Einzug, für den Umzug, fürs Renovieren. Und wer Ordnung hält, der ist hier klar im Vorteil, Kathi. Wenn, deshalb ist dieser praktische Aufbewahrungskoffer für die Schubladen da. Da kann ich es unter die Küchenspüle, in den Abstellraum, in die Garage, irgendwo hinstellen, wo ich es brauche. Das passt nämlich hier auch alles wieder rein. Und man kann es sich auch so sortieren, wie man es braucht, oder? Also zum Beispiel, wenn du darfst sortieren. Ja? Ich nehme sie mal rüber. Du sagst dir selber mal, was machst du am häufigsten? Ich glaube, man schraubt am häufigsten. Ja? Also ich glaube, ich würde die Schraubenzieher ganz nach oben machen, weil ich die schon häufiger brauche. Gebe ich dir recht, Dann kommt das hier ganz oben quasi rein. Was haben wir noch? Ja, dann würde ich fast sagen, die Zangen. Die Zangen, die braucht man auch häufig, stimmt. Zangen einsortieren. Dann die Ratschen. Auf jeden Fall. Weil die Ratschen kann man immer gebrauchen. Genau, da sind auch noch Bits dabei, die ich für meinen Akkuschrauber benutzen kann. Und dann noch mal Teppichmesser, Schlüsselsatz. Oh, das Teppichmesser, haben Sie das gesehen? Schauen Sie mal. Das ist mal ein schickes Teppichmesser. Schön aus Aluminium, ne? Das ist nicht so ein Billigteil. Das ist mal hochwertig, oder? Das ist mal ein schickes Teppichmesser. Nicht so ein Plastikding, sondern hier mal was richtig Gutes, was Sie da in der Hand haben. Das ist Qualität. Das merkt man direkt. Das liegt auch richtig gut in der Hand. Da verletzt man sich dann auch nicht so schnell. Definitiv. Mit, ne? Das ist eine ganz tolle Sache. Sie sehen, immer schön wieder einräumen. Das ist ganz wichtig, damit auch nichts verloren geht. Und dass Sie auch immer wieder alles schnell zur Hand haben. Und dann, zack, ist Ihr Koffer vollständig und kommt zu Ihnen nach Hause. 100-teilig für 56,91 €. Überleg mal, 56,91 €. Ein 100-teiliger Profikoffer für zu Hause. Da würde es uns sehr einfach fallen, das umzurechnen. 56,91 € durch 100 Teile. Das heißt, Sie zahlen 56 Cent für jedes einzelne Werkzeug, was da drin ist. Sie bekommen trotzdem einen Seitenschneider. Sie bekommen einen kompletten Ratschensatz. Sie bekommen Ringgabelschlüsselsatz. Sie bekommen diverse Schraubenzieher, inklusive der Geräteschraubenzieher. Das ist einfach eine fantastische Geschichte, die hier nach Hause kommt. Ja, sollte man haben als jemand, der eine Wohnung besitzt. So will ich es mal ausdrücken. Jeder, das brauchen Sie einfach. 100-teilig unser AGT-Werkzeugset im Koffer mit der Bestellnummer PV8800 und der 569 56,91 €. Das ist Ihr Preis. Bestellen. Das ist so eine tolle Sache. Und dann ersparen Sie sich das Suchen. Also einfach ganz, ganz tolle Sache und brandneu hier bei uns im Programm. Das ist auch immer schön, wenn wir Neuheiten zeigen dürfen, die Sie sich dann nach Hause holen können. Einer der Ersten sein, der diesen Werkzeugkoffer dann zu Hause hat und mal so richtig ausprobiert. Wir hatten am Anfang der Sendung das Thema kleinere Reparaturen angesprochen. Und da hat uns der Rainer tolle Reparatursets mitgebracht für alle möglichen kleinen Reparaturen. Egal, was man kleben, fixieren, reparieren muss, egal, was da bei Ihnen zu Hause kaputt gegangen ist, wir bekommen das wieder hin. Da bin ich mir sicher. Da muss ich ein Gruß loswerden an meinen lieben Nachbarn, den Willi. Ja. Das hat er nicht. Das hat er noch nicht. Diese Reparatur-Set? Ja, genau. Das hier, hier drin befindet sich ein Gewebeband. Ja? Ich hol's mal heraus. Kathi, normalerweise, damit wir uns jetzt die Finger nicht schmutzig machen, sind hier Handschuhe drin. Genau, die sollten wir auch anziehen. Und dieses Gewebeband, das dient dazu, dass du
einen kaputten Besenstiel wieder reparieren kannst, dass du ein Stück am Gartenmöbel, was kaputt gegangen ist, wieder befestigen kannst. Das ist wie eine Gipsbinde zu sehen. Das wird angefeuchtet und dann um das defekte Bauteil herum gemacht. Das hat eine ganz merkwürdige Konsistenz. Ja. Also wenn man das anfasst, das fühlt sich wirklich an wie Gips ein bisschen. Oha. Schneidet sich nicht ganz durch die Dachlatte, aber das selbst fühlt sich wirklich an wie Gips. Ja, ist ja witzig. Aber selbst das aber hier, so als Gewebe. Selbst das hier können wir wieder so fest zueinander bringen, dass es wieder hält. Also wenn man jetzt so eine kaputte Wasser, Latte ich gehe mal kurz Wasser holen, ja, weil wir brauchen Wasser, um das wie eine Gipsbinde anzufeuchten. Ja, einfach eintauchen in das Wasser, Kathi, so dass es nass wird. Ne? Genau, so richtig schön eintauchen. Und dann, ja, ein bisschen mehr vielleicht noch. Kann man das abschneiden dann? Ja, ich denke schon, das geht, ja. Ich habe auch eine Schere hier. Ja. Das ist, ich fühle mich hier wie Frau Doktor. Ja, ich halte es dir ein bisschen strammer, so. Dann, das ist so ungefähr die Länge, die wir jetzt benötigen. Ich mache das mal wieder hier in die Packung, ne? Das kann man ja wiederverwenden. Ja. So, und jetzt nehmen wir, ich halte das hier an dieser Stelle zusammen, wo ich es kaputt geschnitten habe. Ja? Mhm. Und selbst wenn es jetzt nicht, das wäre jetzt der Knochen, der kaputt ist. Nein, das ist jetzt, dann wird das einfach stramm drum gewickelt, ganz genau. Oh ja, das so kann man so ziehen, genau. Ich hab's gerade gemerkt. Ein bisschen auf Zug. Ja, super, Kathi. Perfekt. Da mache ich das dann einfach drum, so richtig schön auf Zug. Ja, genau. Oh, das haftet von selber, man merkt das richtig. Also Sie werden das dann auch merken, wenn Sie das zu Hause machen. Das haftet richtig, das kann man dann schön andrücken. Hier, da geht noch ein bisschen Flüssigkeit raus. So, und jetzt muss es einfach nur trocknen. Ja? Okay. Und dann, Kathi, liebe Zuschauer, wird das steinhart. Das hält, ich habe hier da unten, ich schleiche mal um die Kathi rum oder Kathi, bist du so nett und hebst das mal dort auf. Ja? Das haben die Kollegen, die den Einspieler gedreht haben, geklebt. Das ist so ein Metallrohr. Ja? Das war abgeklebt. Und da sieht man sehr schön dieses Band, wie es da drum gelegt wurde und wie es festgezogen wurde. Und wenn du jetzt mal, du bist ja im Fitnessstudio viel unterwegs, ja? Du bist ja unsere Fitnessfrau hier. Das war komplett auseinander. Das ist absolut starr wieder miteinander verbunden. Wahnsinn, schauen Sie sich das mal an. Das ist richtig hart. Das fühlt sich an und das hört sich auch an wie Beton. Ja, wird richtig hart. Man kann halt einige Dinge nicht schweißen. Man kann einige Dinge nicht kleben, obwohl es fantastische Kleber gibt. Das wird jetzt sicherlich eine Stunde dauern. Sprengt also so ein bisschen unsere Wartezeit. Aber man legt es dann einfach nur so hin und das trocknet dann und wird dann steinhart. Ja. Und dann sieht man hier, dass das wirklich, wenn ich es mal aufeinander schlage, ja, dass es wirklich extrem fest ist und sich anhört wie Stein und extrem fest geworden ist. Das ist ein Reparaturband der besonderen Art. Da habe ich eben, obwohl ich da jetzt so viel drauf rumgeschlagen habe und ich krieg's auch nicht abgeknickt. Also, nee, Wahnsinn, ne? Das ist bombenfest. Ja? Super, und das kommt alles in diesem Set zu einem nach Hause? Und zwar sind da drei verschiedene Bandbreiten drin. Ich möchte es nicht aufschneiden, weil das wäre doch Verschwendung, machen wir erst, wenn wir es wieder nutzen. Da sehen wir es gerade. Es sind drei verschiedene Bandbreiten dabei. Diese 2,5 Zentimeter, ich will es richtig wiedergeben, 5 Zentimeter und 10 Zentimeter, jeweils 1,25 Meter Länge, meine ich, genau. Und das Schöne ist, wenn dieses Band wieder ausgehärtet ist, Kathi, dann kannst du es bearbeiten, du kannst es schleifen, du kannst es bohren, du kannst es sägen. Das ist eine wunderbare Geschichte, wenn ich mal eine schöne, schnelle Reparatur machen muss. Das kann mal ein defekter Systembesenstiel sein. Es geht nicht um einen Besenstiel, der 1,50 € im Reifeisen kostet, sondern es geht um die Metallstiele, die vielleicht zu einem System von Gardena gehören oder so etwas. Die sind sehr teuer, da kostet so ein Stiel 30 Euro. Das ist ja sehr, kennst du auch zum Beispiel vom Hochdruckreiniger, der auch von diesem Plastik, wenn das die mal kaputt Lanzen, geht, genau. Das ist sehr ärgerlich, weil das kostet richtig Geld. Und das kann man hier dann aber einfach quasi reparieren. Ganz genau. Und das ist das Schöne, dass man da sehr viel Geld sparen kann, wenn man diese Dinge selber repariert.
Eine super, super Sache. Oh, es wird hier schon richtig hart. Ich merke es gerade. Oh, ja, genau. Ich lasse es hier mal so schön liegen. Das härtet hier aus und Sie sehen da jetzt auch, wie einfach das geht. Da wurde noch dieses Fixierband drum gewickelt, um da ordentlich Druck auszuüben, dann auf die Stelle, die repariert worden ist. Und Sie sehen da, das ist richtig, richtig hart. Vielfach stärker als Panzerband. Ja, weil dieses Gewebepanzerband, was wir alle kennen, so als Tape, sagt man so langläufig, das kann diese Festigkeit nicht herbeiführen. Das ist, als würden Sie eine Gipsbinde verarbeiten, die durch Feuchtigkeit elastisch wird, dass Sie es kleben können. Dann ist noch dieses Fixierband dabei, damit können Sie den Druck noch ein wenig erhöhen. Und dann lösen Sie das wieder. Es ist hart wie Stein und Sie haben Ihre Dinge, die Sie da zu Hause reparieren müssen, wieder repariert. 18,91 Euro kostet das hier bei uns. Und damit können Sie dann so richtig losarbeiten. Also eine tolle Investition, 18,91 Euro. Und dann können Sie einfach mal, wie gesagt, vielleicht im Plastik, was irgendwo abgebrochen ist, wenn irgendwo was lose ist. Oft hat man ja auch so Metallstücke, die vielleicht ein bisschen angerostet sind. Sie haben es gesehen. Ja. Alles damit reparieren, aber kinderleicht zu einem kleinen, einfachen Preis. Ich müsste mal nachschauen, wie es mit der Temperaturbeständigkeit ist, aber mir fällt eins ein, liebe Zuschauer, Auspuffreparatur. Ja. Ja, Binde drum. Kennen wir früher diese Gum-Gum-Geschichten, die blieben dann aber elastisch. Das hier härtet aus und ist nachher genauso hart und wie Stein und wie das eigentliche Auspuffrohr selber. Sie haben, Ihnen schwebt das schon im Kopf vor, wo Sie was reparieren müssen, was Sie schon lange mal wieder fixieren wollten. Hier haben Sie ein tolles Set, das das möglich macht. Von 2,5 cm über 5 cm bis 10 cm Bandbreite ist alles im Set dabei. Mit der NX5468 und der 569 kommt dieses ultrafeste Gewebe-Fixierband im Dreier-Set zu Ihnen nach Hause. Damit können Sie alles fixieren, kleben und wieder zusammenbringen. Es geht kinderleicht und das für 18,91 Euro. Sowas gehört einfach in jeden Haushalt. Das muss man ganz klar so sagen. Deshalb zugreifen hier. Unser Stück Holz ist auch schon super geklebt. Also ganz, ganz tolle Sache. Das sieht schon super aus hier, was ich hier jetzt in der Hand habe, diese Dachlatte. Sie sehen, sie fällt schon mal nicht ab. Ne? Nee, also schon wieder sehr wenn hart. Wir jetzt die Zeit hätten, lassen wir es mal bis nach der Sendung liegen. So. Und das jetzt geht es weiter ans Reparieren. Genau, ja. Wir haben nämlich noch ein weiteres Band dabei. Ein Multi-Tape, ein selbstverschweißendes Isolier- und Reparaturband. Ja. Da sehen wir es gerade. Und das, ja, du bohrst hier schon wieder, Sie sehen das, ne? Der zerstört hier schon wieder einfach Rohre. Um es dann zu reparieren. Aber dieses Band, was wir jetzt einsetzen, Kathi, ist, weil es elastisch bleibt, ideal für alle wasserführenden Sachen. Das ist, kann der Gartenschlauch sein, wo es mich ärgert und ich nicht wieder eine Kupplung einsetzen will. Das kann ein Druckluftschlauch sein. Das könnte aber auch hier mal so ein Abflussrohr sein, was undicht ist bei meiner Bewässerungsanlage im Garten. Diese PE-Rohre, genau, rund um das Regenfallrohr oder so. Ja. Das ist jetzt ein Reparaturband. Das darf auch bei keinem Heimwerker zu Hause fehlen. Da können Sie hundertprozentig sicher sein, dass das auf Zug arbeitet. Also erstmal, das müsste ich hier ein Stückchen abschneiden. Sie sehen, hier ist unser Loch drin. Genau. Hier ist noch so eine Schutzschicht drauf. Du hast, glaube ich, die besseren Finger, die besseren Fingernägel. Ne? Diese Schutzschicht ein bisschen muss ab. Genau. Okay, dann gucke ich mal, ob ich das hinbekomme. So, ja. Ist ein bisschen Friemelei, aber es müsste ja gehen. Ne? Und dann zieht man das einfach da rum. Genau, und dann bleibt dieses Band, ist elastisch. Und vielleicht das, was durch Zug ein bisschen weiter abkriegt. Ja, ich hab's, glaube ich. Schau mal hier, da. Man soll ja auch kein Dreck dran kommen, das ist ja wichtig. Genau, vielen Dank. So, vorsichtig. So. Und dieses Band, schauen Sie uns gleich mal auf die Finger. Dieses Band ist sehr elastisch und lässt sich hier dehnen. Und in dem Moment, wo das dann durch das Überdehnte, gehen wir mal hier auf dieses Rohr hinauf. Soll ich das mal halten, das Rohr? Ja, das geht schon. Kathi, du kannst das ja viel besser. Du ziehst es einfach nur lang. Ja. So, das reicht schon. Ne? Weil durch den Umstand, dass das jetzt wieder zurückgeht, jetzt darfst du wieder ein bisschen Zug draufbringen. Ja. So. Verschweißt sich das Band untereinander. So, das reicht schon aus. Jetzt kann ich es hier wieder abschneiden, ja, und kann das letzte Stück noch mal mit ein bisschen Zug hier auf die andere Bandfläche aufkleben.
Und dann siehst du. Und das du, klebt von alleine. Ja. Einfach durch diesen Zug klebt genau. Das da drauf auf. Ne? Das ist jetzt schon bombenfest fixiert hier. Und durch die Elastizität, hier war das Loch, was wir gebohrt haben, durch die Elastizität zieht sich das zusammen, bleibt dauerelastisch und kann auch, das ist ein starres Rohr, kann auch wunderbar für einen Gartenschlauch oder so etwas benutzt werden. Ne? Das ist das Schöne. Das ist wasserbeständig. Das heißt, wenn ich den Gartenschlauch damit repariere, habe, bleibt es flexibel und dicht. Wunderbare Geschichte. Also nochmal ein Loch gebohrt. Zack. Ist das toll? Stell dir mal vor, man hat irgendwo ein Loch in einem Rohr, aber auch gerade die Gartenrinde, da kennt man das. Da sind manchmal diese, bei uns ist das immer so, da kommen zwei Regenrinnen zusammen und da sitzt zwar so ein Umlaufding, aber da kommt immer Wasser durch, weil das nicht richtig festhält. Da könnte ich jetzt mit diesem Fixierband kommen und könnte das dann dementsprechend einfach kleben. Genau. Also ich mach's nochmal, ich da drauf einfach, genau, ne? Ich halte es hier im ersten Teil fest. Und dann jetzt einfach, Zug drauf bringen, sodass es nicht gerade abreißt. Genau, jetzt geht es schon weiter. Ne? Ist das toll? Ich drehe dir das Rohr so ein bisschen. Schau dich das mal an, das geht direkt zusammen. Ja. Und wenn ich jetzt das Ende abschneide, lassen wir ruhig ein bisschen länger, dann sieht man, dass dieses Teil hier noch lose ist. Ja? Und das geht dann auch durch den Zug wieder fest. Ne? Das ist jetzt noch lose und dadurch, dass ich es ziehe, aktiviere ich es, lege es einfach herum und dann klebt das bombenfest aneinander, ohne dass ich da einen Klebstoff einsetze. Irre, eine ganz tolle Sache, das müssen Sie haben, 6,56 Euro, das muss auch bei mir zu Hause hin, das ist ja eine tolle, tolle Sache. Ja. Also ich bin total begeistert gerade, ich habe sowas noch nie gesehen, das ist super und so kinderleicht. 6,56 Euro der Preis. Und das ist riesig lang, da können Sie ganz viel mit fixieren und kleben, ganz einfach durch den Zug. Und auch hier temperaturbeständig von minus 40 bis plus 90 Grad, Wahnsinn. Unser AGT, selbstverschweißendes Isolier- und Reparaturband, das Multitape, 10 Meter lang mit der PX7298 und der 569 kommt es zu Ihnen nach Hause. Eine ganz tolle Sache, ein Muss quasi bei Ihnen zu Hause. Und jetzt, jetzt hast du Knete mitgebracht. Ja genau, jetzt wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Du erreichst eine Stelle, bleiben wir ruhig mal bei diesem HT-Rohr hier, das kennen viele, du erreichst eine Stelle, wo du mit unseren tollen Bändern nicht arbeiten kannst. Mhm. Und zwar hier zum Beispiel so eine Ecke, da bohre ich jetzt auch mal ein Loch rein. Ich bin gemein, ich mache alles kaputt. So Loch reingebohrt. Jetzt muss ich diese Stelle flicken und das ist mit dem Band wirklich extrem schwierig. Mhm. Da hast du diese Knete. Und wenn du dir diese Knete anschaust, da sind zwei, wenn du die, das Aluminium dort mal abknibbelst. Selbstverständlich. Das sind zwei Farben. Genau. Das ist ein Zwei-Komponenten-Knetmasse. Ich drehe mal hier das Ganze um. Und was passiert, wenn ich die zusammenknete? Dann wird das aktiviert. Ich schneide ein kleines Stückchen ab. Ja, gerne. Ja. So, zack. Also schneidet man einfach ab. Genau. Und dann fängt man an, das zu kneten. Knetet man das einfach so zusammen, dass beide Komponenten miteinander vermischt werden. Ne? Mhm. So. Und wenn ich das gut miteinander vermischt habe, dann bleibt das noch einige Minuten offen. Geschmeidig diese, quasi. Genau, diese Topfzeit, sagt man ja, dass man das verarbeiten kann. Man merkt schon anhand dieser chemischen Reaktion, dass es so ein bisschen warm wird. Ne? Ah, ist nicht unangenehm okay. Warm. Ne? Da passiert mir jetzt also wirklich nicht viel. Aber du merkst, es tut sich was. Das, genau. Geht jetzt eine Verbindung ein? Und jetzt habe ich einen schönen Kit, den ich einsetzen kann. Ich kann den hier wunderbar in diese Ecke hinein modellieren, ja? Kann das wunderbar andrücken und zumachen. Und wenn das Ganze dann ausgehärtet ist, Kathi, dann hast du eine Masse wie diese hier. Die ist knochenhart. Ja? Witzig, das ist wie Stein. Genau, die kann ich feilen, die kann ich bohren, die kann ich nachbearbeiten. Ich kann mit diesem Kit auch wunderbar Reparaturen in Holz ausführen, wo ich es später überlackiere. Das ist eine wunderbare Kraftknete, so nennen wir sie ja, die besser ist als jeder
Kleber, weil sie einfach extrem aushärtet und dann wieder zu bearbeiten ist. Damit kann ich nachmodellieren, ne? Das kann ich mit dem Kleber halt nicht. Mhm. Das geht mit dieser Knete wunderbar. Alles, was hier passiert ist, dass diese zwei Knetenkomponenten, die in der Stange sind, untereinander verbunden werden müssen. Und dann entsteht diese Masse, die wieder vollständig aushärtet und wunderbar zum Reparieren eingesetzt werden kann. Die Superkraftknete, haben Sie das gesehen? Einfach zusammenkneten die zwei Komponenten und schon können Sie damit toll die Löcher reparieren, alles was Sie möchten. Das wird richtig hart. Das ist jetzt hier wie Stein quasi auf diesem Loch, also eine super Sache. Und das auch, wenn man überlegt, 3,71 Euro, dann hat man die Superkraftknete zu Hause und kann damit alles dann reparieren. Ja, absolut super zum Abdichten, weil es auch wasserbeständig ist. Also einfach so viel Masse abschneiden. Die lässt sich nicht mehr voneinander trennen, wenn ich sie dann geknetet habe. Und jetzt haben wir hier auch wieder ein schönes Loch, genau, aber genau an der Kante. Das und dann so schön fies, ne? Homogen zusammenkneten. Links ich kann da mir ja nachher die Finger waschen, das ist ja kein Problem. Ne? Schön homogen zusammenkneten. Und dann kann ich hier wunderbar solche Fehlstellen ausbessern, kann das zumodellieren, was auch immer ich machen muss. Ich habe neulich zu Hause ein Bohrloch damit gefüllt, weil da ist eine Gardinenstange abgefallen und dieser schäbige Dübel wollte nicht mehr halten. Ja? Und ich kann eben nur eine 8er Schraube nehmen und nicht eine 12er oder 16er, das geht nicht. Ja. Dann die Knete in das Bohrloch hinein, aushärten lassen, das Loch neu gebohrt, Dübel rein, fertig. Perfekt, ja? Eine super Sache. 3,71 Euro kostet unsere Universal-Superkraftknete. Die müssen Sie haben. Ja. Das ist ein Muss eigentlich in jedem Haushalt. Ne? Damit kannst du ja alles reparieren. Ja. Sie haben es gehört, das gehört bei Ihnen zu Hause mit in den Schrank. Einfach zusammenkneten und schon können Sie damit alles reparieren, was Sie möchten. Du hast gesagt, toll auch beständig, gerade bei Rohren auch, gegen Feuchtigkeit und so weiter. Ganz tolle Sache, 3,71 Euro mit der PE 4653 und der 569 können Sie die bestellen. 3,71 Euro müssen Sie einfach haben. Also habe ich auch noch nirgendwo anders gesehen, finde ich sehr, sehr praktisch, weil es auch einfach unglaublich einfach geht. Ne? Das muss man mal so sagen. Einfacher ist ja, glaube ich, also ist ja Wahnsinn. So, Kathi, ich habe mir jetzt die Finger ein bisschen gewaschen. Da wird gerade so ein Schlitz repariert. Die Kraftknete hat noch eine besondere Eigenschaft. Wenn du sie aktiviert hast, kannst du sie sogar unter Wasser einsetzen. Echt? Ja, du kannst sie tatsächlich, die härtet auch unter Wasser wieder aus. Das ist ein fantastisches Produkt, sollte man unbedingt besitzen. Ja. Super. So, ich habe mir die Hände gewaschen, wie sich das gehört, mit einem schönen Pearl-Mikrofasertuch, ja, um ein bisschen die Finger sauberer zu haben. Wir machen ja weiter mit Kleber. Ja. Und zwar gehen wir jetzt in den Textilbereich, wenn man da ab und zu mal was kleben muss, gibt es dann selbstverständlich auch bei uns aus dem Hause AGT den passenden Textilkleber. Erinnerst du dich an eine der letzten Stunden, die wir gemeinsam machen durften? Da haben wir so Problemlöser mit Wachsen zur Parkettreparatur und so angeboten. Ich liebe diese Stunde, weil sie wieder ganz, ganz viele Problemlöser bietet. Ja. Und Stoffe kann man manchmal nähen. Manchmal kann man Stoffe nicht mehr nähen. Da werden sie geklebt. Und dafür gibt es diesen wunderbaren Textilkleber, der dann später waschbeständig ist. Ich schneide jetzt einfach mal hier so ein Stück Moltonstoff auseinander. Ja? Also das ist jetzt Molternstoff. Genau. Kann man damit aber auch andere Sachen kleben? Also zum Beispiel, ich weiß nicht, Leder wird ja oft dann, muss aufeinander oder auch im Außenbereich. Ja. Ich denke jetzt auch, wir haben uns ja oft über die Anhänger und so unterhalten, wenn man so Plane hat. Ne? Das ist auch ein häufiges Thema, Plane. Ja. Entweder für einen Anhänger, aber auch zum Beispiel, wenn man dann draußen dieses Außenzelt aufgebaut hat, diese Pergola, da kommt auch so eine Plane drüber. Das könnte man theoretisch auch kleben. Da würde ich dir den Kleber, der danach kommt, empfehlen, Kathi, weil dieser Kleber ist ein wirklich spezieller Kleber für alle Stoffarten. Okay. Ja, der wird nur geöffnet, hier die Spitze abgeschnitten. Ich glaube, bei deiner Flasche habe ich das getan. Und dann, ja, die ist offen. Genau. Und dann trägst du einfach, nehmen wir mal an, wir würden einen Saum kleben wollen. Ne? Dann einfach in so Schlangenlinien den Kleber aufgetragen und an der anderen Stelle werden wir dann mal die Stoffe untereinander verbinden. Genau, das reicht eigentlich schon aus. Ne? Dann schlage ich den Saum einfach um und klebe das aufeinander, anstatt es zu nähen.
Und ich kann dir versprechen, Kathi, wenn das ausgehärtet ist, das braucht jetzt natürlich einige Zeit. Ja? Mhm. Entschuldigung, ich habe noch ein bisschen von der Knete an meinen Fingern gehabt. Dann hast du hier einen perfekt geklebten Saum. Dieser Saum hält genauso, als hättest du ihn genäht. Mhm. Du kannst die Jeanshose, wo du den Saum umgelegt hast, kannst du wieder in die Waschmaschine stecken. Das ist für alle textilen Stoffe gedacht. Also wenn ich zum Beispiel Vorhänge habe, die sind zu lang, ich möchte die jetzt aber nicht zur Näherin bringen zum Umnähen, könnte ich das mit dem Textilkleber machen? Definitiv, ja. Und der wird dann auch extrem stabil und reißfest. Ich würde dich bitten, hier nochmal so eine Schlange aufzutragen. Hier draußen? Genau. Dann kleben wir einfach mal die beiden Stoffe aneinander. Bei uns, liebe Zuschauer, ist die Sendezeit leider immer ein klein wenig begrenzt für die Vorstellung des Produktes. Sie haben zu Hause sicherlich genügend Zeit, das in Ruhe abzuwarten, wenn Sie die beiden Stoffe miteinander verbunden haben. Mhm. Und den lassen wir jetzt einfach hier so ein bisschen ruhen, streichen das so ein bisschen an. Und dann haben Sie ruckzuck irgendeine Reparatur durchgeführt. Ruckzuck eine Stelle wieder aneinander gefügt, die Sie nicht nähen können. Mhm. Die können Sie kleben. So ein Innenzelt bei einem Zelt, selbstverständlich, Kathi, ne? Mhm. Da, wo es ein Stoff ist, der so ein bisschen von dem Kleber aufnehmen kann. Ne? Ja. Darauf kommt es an. Okay. Und dann ist das Ganze wieder waschbar, ultrafest. Das ist wieder so ein toller Problemlöser. Das könnte ja, liebe Heimwerker zu Hause, ihr habt alle Maschinen, die so einen Staubsack haben. Ja? Der Schwingschleifer, das könnte aber auch irgendein anderer Staubfänger sein, Spänefänger sein. Wenn der defekt ist, der kostet dann wieder sehr viel Geld. Einfach kleben. Das ist mit dem Nähen da nicht getan. Einfach zusammen kleben. Dafür gibt es diese tollen Problemlöser hier bei Pearl TV. Vielleicht auch die Stoffe unten bei Möbeln. Da hängen ja auch meistens so Stoffe, die lösen sich auch gerne mal. Die könnte man auch ganz einfach wieder ankleben. Dann. Ja, wir haben ja so junge Katzen zu Hause. Ja? Und die hinterlassen überall ihre Spuren und unterm Sofa fischen die sich dann den Saum vom Stoff runter. Ja, gerne, genau. Ja. Und das kann man wunderbar damit machen. Ne? Also auch hier merkt man jetzt schon, wir haben, ich will es jetzt noch nicht mit Gewalt das reißen. Das ist schon ganz fest. Also das hier kriegst du schon nicht mehr ab. Das geht schon nicht mehr auseinander. Ne? Aber man sieht, selbst wenn ich das Stück Stoff hier jetzt auseinander versuche zu ziehen, dass es sehr schön fest ist. 4,66 Euro, unser Textilkleber. 50 Milliliter aus dem Hause AGT mit der PX 7913 und der 569 zu einem wahnsinnig guten Preis. Das ist ganz wichtig. Bei uns sind die Kleber immer sehr preisgünstig. Weil gerade wenn Sie sich auskennen, Sie waren bestimmt schon mal unterwegs, haben geschaut, da wissen Sie, Kleber ist immer sehr, sehr teuer, gerade wenn man Markenkleber haben möchte. Und du hast uns noch einen weiteren Kleber mitgebracht, einen Spezialkleber, auch aus dem Hause AGT, einen Sekundenkraftkleber. Ja, das ist so das, was definitiv jeder braucht, weil der verbindet Glas mit Metall, Metall mit Metall, Kunststoff mit Kunststoff. Der klebt deine LKW-Plane, der klebt all diese Dinge. Genau, der nennt sich Alleskleber, weil er tatsächlich jedes Material verklebt. Und wenn ich hier, habe hier so einen O-Ring, den will ich mal durchschneiden, ja. Wenn ich so etwas wieder zusammensetzen will, dann mache ich das wie folgt. Also idealerweise hier mache ich die Kappe noch kurz auf von der Flasche. So. Idealerweise achtet man darauf, dass man diesen Kleber nur einseitig einsetzt. Mhm. Also da wird nur eine Stelle mit einem Tröpfchen von dem Kleber hier benetzt. Ja? Da reicht auch ganz wenig. Genau, ja. Dann verteile ich das nochmal. Jetzt nehme ich die Stelle, die ich hier auseinandergeschnitten habe. Nicht an die Finger kommen lassen, ja, ne? Klebt wie Bolle. Ja, absolut. Und sobald jetzt der Sauerstoff rausgeht, verbinden sich diese beiden Bauteile. Ich würde es eine kurze Zeit einfach mal liegen lassen, dann ziehen wir beide mal gemeinsam dran. Okay. Leg's hier kurz ab und zeig den Zuschauern, dass man selbst so etwas aufeinander kleben kann. Ich habe hier einfach so zwei Schrauben. Die haben wir vorher mit Aceton ein bisschen gereinigt. Ne? Mhm. Dann mache ich hier mal vier so kleine Klebepunkte drauf. Auch hier wieder nur einseitig, niemals beide Seiten. Mhm. Liebe Zuschauer, ich kann Ihnen in der Zwischenzeit erzählen, ich habe zu Hause, jetzt muss ich nur noch den Druck ausüben. Jetzt sind sie nicht ganz genau aufeinander, aber ich gebe einfach nur mal ein bisschen Druck drauf. Und schon habe ich das verklebt. Ich habe zu Hause eine Waschmaschine
und da war diese Türdichtung kaputt. Ja. Und diese Türdichtung kostete 70 Euro. Gutes Miele-Gerät. Die Dichtung hätte ich gekauft, kein Problem, aber die Arbeit, die halbe Maschine auseinanderbauen, um an diese Dichtung heranzukommen. Da war nur so ein Riss drin, dass ein kleiner Rinnsal rausrückt. Einseitig Kleber aufgesetzt, zusammengedrückt, fertig. Kurz abtrocknen lassen, das hält seit über 2 Jahren. Wahnsinn! Ja. Also da spart man sich auch richtig Geld dann und selbstverständlich Zeit, wenn man dann hier repariert. Auch mal Porzellan, wenn so eine Tasse kaputt ist, ist auch kein Problem. Das kann auch geklebt werden. Ja, definitiv. Das klebt Metallglas, das klebt Kunststoff, das Polyurethan, das klebt alle Materialien, die wir so im Haushalt haben. Das ist nicht der klassische Sekundenkleber. Für diese Kleber, liebe Zuschauer, zahlen Sie auf den Messen. Ich bin ja viel dort unterwegs. Kathi, zahlst du 25 Euro für 50 Milliliter? Ich wollte gerade sagen, hier, überleg mal, 3,71 Euro für 20 Gramm in der Flasche. Und damit können Sie richtig lange kleben. Ist ein fantastischer Preis. Und dieser Kleber, Sie werden richtig, richtig begeistert sein davon. Schauen Sie sich das an, wie das hält. Das ist der Wahnsinn. Also greifen Sie hier zu, 3,71 Euro, unser AGT Super Sekundenkleber, der Kraftkleber hier mit der PX 7301 und der 569. Der ist einfach ein Muss bei Ihnen zu Hause. Schauen Sie sich das an, das hält bombenfest. Und dann viel Spaß beim Reparieren und Kleben auch bei Ihnen zu Hause. Wahnsinn! Oh Gott, der hält ja wahnsinnig gut. Ne? Irre.